Servus, hallo. Deutsch-Herr-Übung ist heute wieder angesagt. Heute wieder ein kleines Video zum Deutsch-Hören üben und auch zum Kommentieren üben. Ihr könnt dann über dieses Thema, um das es heute geht, Kommentare schreiben. Ihr könnt eure Meinungen schreiben, eure Meinungen ausdrücken. Ihr könnt sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt zu diesem Thema. Ich freue mich schon sehr darauf. So, was ist das Thema von heute? Heute spreche ich auch offensichtlich nur auf Deutsch. Heute geht es nur auf Deutsch, sozusagen, dieses Video. Und zwar, das Thema ist Reisen. Reisen, Urlaub machen, aber eigentlich noch ein bisschen breiter als Urlaub machen. Also wirklich das Thema Reisen per se. Und zwar, es geht darum, was für Reisearten gibt es und welche Arten von Reisen, also welche Reisearten gefallen dir, welche gefallen dir nicht? Und darum geht es heute. Okay, zuerst einmal, es gibt doch so viele verschiedene Länder, die man anschauen kann. Es gibt in Europa kältere Länder, wärmere Länder. Es gibt unterschiedliche Landschaften mit einer unterschiedlichen Geografie. Zum Beispiel gibt es in Österreich kein Meer. Wir haben in Österreich kein Meer. Jetzt zumindest nicht mehr. Vor ungefähr etwas mehr als 100 Jahren hatten wir noch Meer. Jetzt haben wir kein Meer mehr. Und deswegen ist es für Österreicher heutzutage etwas ganz, ganz Exotisches und auch etwas, was sehr Sehnsucht ausdrückt für uns. Oder wir haben Sehnsucht danach. Und zwar, wenn wir Bilder und Fotos sehen von Meer, von Stränden, wenn man irgendwie am Strand liegen kann. Oder für uns ist es irgendwie etwas ganz, ganz Traumhaftes, etwas ganz, ganz Tolles, wenn wir uns vorstellen, dass wir an einem Strand liegen können. Und zwar mit Palmen, am Meer, Sonnenschein, warmes Wetter. Das ist für uns so das typische exotische Traumland, das wir im Kopf haben, weil wir in Österreich kein Meer haben. So, umgekehrt gibt es in Taiwan zum Beispiel so gut wie nie Schnee. Vielleicht gibt es ganz, ganz, ganz oben beim Yushan, ganz, ganz oben auf der Spitze gibt es vielleicht ein bisschen Schnee, ja, manchmal, aber eigentlich auch nicht immer. Das heißt, für Taiwaner ist Schnee etwas Exotisches. Für uns in Österreich ist es etwas überhaupt nicht Exotisches. Für uns ist es etwas ganz Normales. Etwas, das wir sogar im Winter manchmal wirklich satt haben und gar nicht mehr sehen möchten. Ja? Also siehst du, das kann so komplett unterschiedlich sein. Es kann komplett darauf ankommen, aus welchem Land du kommst, welches Wetter und welches Klima du gewohnt bist und welches Wetter und welches Klima du gerne hast oder sehr oft siehst oder nicht so oft siehst. Und jetzt gibt es verschiedene Arten, wie man eine Reise machen kann. Also jetzt nicht nur, in welches Land man fahren kann. Und da kannst du auch mal, das war mal der erste Schnitt hier, ja, da kannst du mal sagen, in welche Länder möchtest du gerne fahren? Welche Länder würden dich besonders interessieren? Welche Länder findest du total faszinierend? Und warum findest du sie so faszinierend? Erzähl ein bisschen, welche Dinge ziehen dich sehr an? Warum würdest du gerne wohin reisen? Was sind diese Punkte, die dich einfach sehr motivieren, dorthin zu fahren, die dich sehr anziehen? Super, super Frage. Ich freue mich sehr auf eure Kommentare dazu. Und jetzt gibt es auch verschiedene Arten zu reisen. Wie gesagt, es gibt Gruppenreisen. Eine Gruppenreise, das heißt einfach, dass man mit einer bestimmten Gruppe an Leuten plus einem Reiseführer, ja, oder auch einer Reisegesellschaft zusammen wohin fährt. Also das kann in ein europäisches Land sein, das kann in viele verschiedene Länder sein, aber oft fährt man vielleicht auch in relativ unbekannte Länder, so ist das irgendwie mein Eindruck, ja, wenn Leute mit einer Reisegruppe fahren, dorthin fährt man oft auch in bestimmte Länder, wo man selber vielleicht das Gefühl hat, dass man nicht so leicht kommunizieren kann oder wo man das Gefühl hat, ich weiß nicht genau, welche, ja, wie ich dort meine Reise am besten gestalten kann oder was ich dort am besten ansehen kann, aber dass man sich trotzdem dazu denkt, ja, ich würde gerne dorthin fahren, es würde mich sehr interessieren. Okay, also Reisegruppen ist mal ein Punkt. Fährst du manchmal mit Reisegruppen wohin? Findest du das interessant? Findest du das nicht so interessant? Erzähl ein bisschen. Nächste Frage oder nächster Punkt ist dann Individualreisen, ja, also das heißt auf Deutsch eine Individualreise machen, ich reise individuell, ich reise selbst oder ein super, super Ausdruck, ich reise auf eigene Faust. Auf eigene Faust heißt einfach, ich mache das selber mit meinen eigenen Händen. Auf eigene Faust heißt einfach, ich mache das
selbst. Ich mache das auf eigene Faust, okay? Und hast du das schon oft gemacht? Würdest du das gerne öfter machen? Oder was waren deine Erfahrungen? Könntest du vielleicht sogar Vorteile und Nachteile nennen zwischen Reisegruppen oder zwischen Gruppenreisen und zwischen Individualreisen? Wäre mal interessant zu wissen, was eure Meinung dazu ist. Und es gibt aber noch so viele andere Formen, wie man zum Beispiel dieses Problem lösen kann mit Hotel, mit Verpflegung, Essen, dann wie teuer ist das Ganze, wo kann man ein bisschen mehr Geld ausgeben, wo sollte man vielleicht sparen oder wo kann man in seinem spezifischen persönlichen Fall ein bisschen mehr sparen. Da gibt es so viele Möglichkeiten. Also zum Beispiel gibt es ja dieses Modell, dass man individuell Wohnungen vermieten kann und dass man auch als Tourist diese Wohnungen dann für ein paar Tage ja, sich nehmen kann und dass das manchmal sogar um einiges billiger ist als ein normales Hotel, weil diese Wohnung von einer Privatperson kommt. Ja. Natürlich, in manchen Städten, ich habe auch schon Nachrichten darüber gehört, dass in vielen Städten manche Leute dagegen sind oder das nicht so gut finden, dass diese Wohnungen in den Städten eigentlich nur an Touristen vermietet werden. Da gibt es ein bisschen einen Konflikt dazwischen, also zwischen den Bewohnern, die in dieser Stadt wirklich wohnen, also den Einheimischen, welche Wohnungen die haben können, welche Wohnungen die bekommen und dann auf der anderen Seite, dass man diese Wohnungen den Touristen einfach überlässt oder viele, viele Wohnungen, weil es vielleicht auch wirklich teurer ist oder weil man mehr Miete dafür verlangen kann, wenn man mehr Geld dafür verlangen kann, wenn man das einem Touristen gibt. Aber ich habe dazu keine spezifische feste Meinung. Das ist einfach nur ein Thema, das immer wieder aufkommt, auch in den Nachrichten. Ja, also vielleicht hast du auch mal davon gehört. Was ist deine Meinung dazu? Oder es gibt ja noch das eine, Couchsurfing. Ja, Couchsurfing oder Couchsurfen auch auf Deutsch. Was ist das eigentlich? Das ist eigentlich ein Netzwerk, das habe ich zwar persönlich noch nie probiert, noch nie versucht, aber es klingt auch sehr interessant irgendwie. Ja, ich glaube, das ist irgendwie eine ganz eigene Gemeinschaft, eine ganz eigene Community. Couchsurfen, was macht man da? Naja, du bist in einem Netzwerk drinnen und diese Leute bieten bei sich selber zu Hause, ja, sozusagen ihre Couch an. Also man kann bei diesen Leuten auch zu Hause schlafen und ich weiß nicht genau, ob das komplett gratis ist, ob es immer komplett gratis ist, aber auf jeden Fall ist es sehr, sehr, sehr günstig für einen. Man hat dann natürlich viel weniger Kosten, als wenn man in ein Hotel gehen würde, ja. Also auf der einen Seite im Hotel hast du vielleicht bestimmten Komfort. Du hast vielleicht jemanden, der dir immer das Bett macht, aufräumt. Das Badezimmer ist vielleicht sehr, sehr schön, sehr sauber. Es wird auf alles sehr viel Wert gelegt. Es gibt eine Rezeption, wenn du Fragen hast. Also da gibt es zum Beispiel diese Studentenheime, Studentenhotels oder einfach nur Hostels. Also ein Hostel ist ja nicht nur für Studenten, aber es kann auch für jüngere Leute für Studenten sein. Aber ein Hostel ist ja, wie gesagt, eine billigere Variante als das richtige Hotel, ja? Okay, was hast du für Erfahrungen gemacht? Kannst du ein bisschen erzählen? Also das eine heißt Hostel, das ist das kleinere, dann Hotel, dann Wohnung von einer Privatperson, Couchsurfing. Und es gibt sogar noch eine andere Form des Reisens und damit Geld verdient, aber dann dort gleichzeitig auch Urlaub machen kann. Also das ist ein bisschen Arbeit und Urlaub zusammen, aber wahrscheinlich ist diese Arbeit etwas ganz anderes, was man vielleicht zu Hause macht, ja. Also vielleicht ist das irgendwo auf einem Bauernhof oder vielleicht ist es irgendwo, wo man mehr körperliche Arbeit machen muss. Also hier hast du auch wieder ein neues Wort, vielleicht hast du es schon kennengelernt. Körperliche Arbeit und geistige Arbeit. Also körperliche Arbeit ist eher die Arbeit, die wir mit dem Körper, mit den Händen machen. Wenn wir viel draußen sind, wenn wir viel herumgehen müssen, wenn wir viel handwerkliche Arbeiten machen müssen. Und dann die geistige Arbeit ist einfach die Kopfarbeit. Also es gibt auch Urlaubsformen. Es gibt heutzutage alles, ja, es gibt wirklich alles, hochinteressant, wo man sagen kann, okay, ich arbeite bei dir und dadurch, dass ich bei dir arbeite, verdiene ich das Geld, das ich sonst bezahlen müsste, wenn ich in einem Hotel wohnen würde. Auch sehr interessant. Und jetzt zum Schluss noch einmal zu der Frage, was du gerne während deiner Reise machst. Also jetzt nicht nur ganz generell diese Reiseformen, ob man jetzt alleine fährt, in der Gruppe fährt oder so, sondern was man auch wirklich während der Reise gerne erlebt. Es gibt so ein paar grobe Unterscheidungen. Die eine Unterscheidung wäre einmal, man ist so Städtereisender, wo man sehr gerne Kultur ansieht, also auch so Kulturtourismus. Das heißt,
ich sehe mir am liebsten die Museen an, ich sehe mir am liebsten irgendwelche bestimmten Ausstellungen an oder ich interessiere mich sehr für die Geschichte dieser Stadt, für die historischen Sehenswürdigkeiten. Das ist so der eine Punkt. Dann gibt es wieder die Partytouristen. Partytourismus, was ist das? Naja, du gehst wohin und du hast eigentlich das Ziel, dass du dort Party machst, dass du dort feierst, dass du dort in die Discos reingehst, in die Bars reingehst, dass du dort tanzen gehst und dass du auch ja, eine super Zeit dort hast, viel, viel feierst. Also das ist so dieser andere Punkt mal. Es gibt Sporttouristen, also das heißt Leute, die gerne an einem bestimmten Ort ihre sportlichen Aktivitäten machen, also zum Beispiel Surfen. Manche Leute oder Skifahren genauso in Österreich. Ein super Beispiel wäre hier, dass wir in Österreich sehr gerne Skifahren und dass manche Leute Skiurlaub machen. Also die fahren an einen Ort, nur um dort Skifahren zu gehen. Also die machen das dann eine Woche lang vielleicht oder noch länger. Jeden Tag Skifahren, Skifahren, Skifahren oder vielleicht Snowboarden, Snowboarden, Snowboarden. Das machen diese Leute sehr, sehr gern. Und genauso gibt es dann in anderen Klimazonen, also wenn es so wärmer ist, zum Beispiel am Meer, kann man dort surfen oder man kann vielleicht klettern, vielleicht gibt es bestimmte Länder, natürlich gibt es bestimmte Länder, aber wie gesagt, es gibt bestimmte Zonen, bestimmte Orte auf der Welt, wo man sehr gut klettern kann, wo man einfach eine super Aussicht hat, wo sich das total auszahlt. Und es gibt noch so viele andere Sporttypen, wie gesagt, also das ist der andere Teil, den man machen kann. Und dann gibt es auch Leute, die ganz bewusst sehr, sehr langsam reisen wollen, also die sich viel Zeit lassen möchten, die totale Entspannung haben möchten, also wirklich alles ganz langsam angehen, die keine bestimmten Pläne haben, sondern die alles auf sich zukommen lassen wollen, die vielleicht einfach dort spazieren gehen wollen, aber nicht wirklich viel, viel Anstrengendes machen möchten, sondern die einfach den Ort auf sich wirken lassen und so Schritt für Schritt erleben, was sie da sehen. Und für manche Leute ist das vielleicht zu langsam, zu langweilig. Für andere Leute ist das ein Traum. Also wenn sie dann sagen, so, ich möchte ganz bewusst einfach mir nicht so einen Stress machen im Urlaub, weil ja, bei mir zu Hause habe ich genug zu tun. Hier kann ich einfach komplett die Seele baumeln lassen. Nächstes Stichwort, die Seele baumeln lassen. Das ist zum Beispiel wie bei einer Hängematte. Ja, bei einer Hängematte kann man sich hineinlegen und man baumelt, das kommt von Baum, ja, man baumelt hier, so wie, ein bisschen wie man hängt hier, ja, zwischen den Bäumen. Und wenn man die Seele baumeln lässt, dann heißt das, dass man sich sehr, sehr entspannt und sehr ausruht. Das war eine kleine deutsche Übung zu dem Thema Reisen. Jetzt zu euch. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr gerne dazu schreiben würdet, was sind eure Meinungen zum Thema Reisen, zu den ganzen Punkten, die ich hier erzählt habe. Also, wie reist du gerne? Gruppenreisen, Individualreisen? Wie planst du gerne deine Reisen? Planst du sie sehr detailliert? Planst du sie sehr genau? Oder planst du sie überhaupt nicht? Sagst du einfach, okay, ich brauche nur das Flugticket oder das Zugticket, dann bin ich dort und dann mache ich alles andere dort. Also sogar vielleicht das Hotel oder so. Schauen wir mal, ja, welches Hotel ich bekomme. Oder planst du das ganz minutiös, ganz, ganz genau. Damit ist dieses Video, diese deutsche Übung wieder zu Ende. Wunderschönen Tag, wunderschönen Abend und bis bald.